Bitcoin tradet wieder knapp um die 67.000 US-Dollar und mit viel Volatilität sieht es so aus, als wäre dieser erste Ausbruch mal mit einem kleinen Rücksetzer mit drinnen. Und das, obwohl wir mit den Spot-ETFs weitere hunderte Millionen an Nettozuflüssen sehen und das Ganze hier in eine Milliarden-Investmentmenge reinfließt. Es gibt dazu aber eine erschreckende Überraschung. Wenn wir uns die Statistiken ansehen, wer neben den Institutionen wirklich für die über 60 Milliarden Assets under Management verantwortlich ist. Und dieser Fakt wird dir auf jeden Fall die Augen öffnen, warum es gerade extrem kritisch zu betrachten ist, dass das Open Interest so hoch ist, dass wir extreme viele Liquidierungsbereiche beim Bitcoin in den Heatmaps drinnen haben und man jetzt absolut vorsichtig sein sollte, wo man im Markt den nächsten Schritt setzt. Ganz anders als bei Solana, der hier wirklich nochmal anzieht und eventuell direkte Chancen auf ein All-Time High hätte, wenn wir natürlich auch bei Bitcoin jetzt eine Fortsetzung Richtung 70.000 US-Dollar haben. Dazu habe ich mir die ganzen Spot-ETF-Akkumulationszahlen mal angesehen und Leute, aufpassen. Denn in Summe, Leute, dieses Jahr ist so verrückt wie noch nie auf den Börsen. Nur kurz zusammengefasst: Der S&P 500 hat die beste Performance seit 27 Jahren und bereits 47 Mal dieses Jahr sein All-Time-High übertroffen. Sogar Gold hat die beste Performance seit 45 Jahren. Und dass dieser Markt jetzt komplett verrückt spielt und in alle Richtungen extrem volatil sein kann, darauf muss man jetzt vorbereitet sein. Da möchte ich heute Klarheit schaffen, wie wir diese Situationen handeln und vor allem, ob Bitcoin jetzt ein Problem bekommt mit diesen massiven Long-Positionen oder ob das auch genau wie bei Gold ein positives Zeichen ist, denn auch dort sehen wir ein neues Rekordhoch an Future Contracts, sprich auf Gold wird auch so viel spekuliert, wie es das noch nie gegeben hat. Dementsprechend, Leute, verlieren wir gar keine Zeit und ich lade dich natürlich wie immer dazu ein, in unsere Telegram-Gruppe beizutreten. Link ist unten in der Videobeschreibung, komplett kostenlos, kannst du Fragen stellen. Es gibt dort immer wieder Analysen und Updates und wie immer herzlich willkommen unter all die 593 neuen Abonnenten in den letzten 28 Tagen. Besten Dank natürlich für eure Support und wie immer, Leute, wären die 300 Likes unter dieses Video absolute Ehrensache. Vielleicht schaffen wir auch die 400 Daumen nach oben. Jeder Support ist unglaublich wichtig. Dementsprechend zum Bitcoin-Preis, Leute, da wird es gerade richtig spannend und ihr merkt es, die Volatilität in den letzten Tagen ist nochmal ordentlich angestiegen. In Summe sind wir aber knapp unter 60.000 Dollar losgestartet, haben immer wieder massive Pumps gesehen, genauso aber auch riesengroße Verkaufskerzen von 4-5% in wenigen Stunden und das Ganze eben in dieser unglaublich wichtigen Entscheidungsphase, ist dieser Ausbruch jetzt valide? Haben wir die Seitwärtsbewegung beendet und steuern wir auf ein neues All-Time High zu? Da spekuliert natürlich jeder mit. Wir sehen unglaublich starke Inflow-Zahlen und grundsätzlich gibt es hier folgende zwei Möglichkeiten. Einerseits, wenn wir hier in grün unser Rising Wedge nehmen, wo wir die Hochpunkte der letzten Ausbrüche verbunden haben, gäbe es jetzt einen Ausbruch nach oben und eventuell jetzt schon den Retest mit einem erfolgreichen neuen Hochpunkt. Das wäre natürlich unglaublich gut, wenn sogar ein bearishes Chart-Pattern hier bullish ausbricht. Sonst, auch wenn es hier nichts wird, glaube ich nicht, dass aller Tage Abend ist, sondern wir hätten noch einmal die Möglichkeit, hier diesen großen abfallenden Widerstand eindeutig als Retest nochmal aufzukaufen, sprich eine Berührung hier runter auf 64.000 Dollar würde sogar mit den Daily EMA Ribbons perfekt aufeinander liegen. Ein letzter Retest und dann müsste hier wirklich der Bitcoin zünden, damit Momentum entsteht, damit das All-Time High in diesem Quartal 4 definitiv gebrochen wird und das wäre hier noch ein Szenario. 64.000 US-Dollar, wer nach unten hin natürlich Tendenzen sucht, kann genauso auch diesen Support nochmal versuchen zu traden, wobei ich dann natürlich hier schon wieder weiter vorsichtig wäre. Also in Summe ist die Richtung für unsere Trades ganz klar, wir sind hier stark im Profit, 7.500 Euro aktuell über dem Break-Even-Punkt und ihr seht hier natürlich die Take-Profit bei 79.000 US-Dollar, aber was natürlich vorher passieren könnte und wo ich immer ein Freund davon bin, günstige Kaufgelegenheiten. Günstige Kaufgelegenheiten heißt auch, dass es Preisrücksetzer geben könnte und diese habe ich euch hier mit Limit Orders im Chart mal aufgezeigt, wo ich gestaffelt in den Markt reingehe. Dazu natürlich unterstützt von den Liquidation Heatmaps, denn so wie wir natürlich nach oben gekommen sind und massive Long-Positionen aufgebaut haben, so geht es in der Korrektur auch darum, diese wieder aufzulösen, die überhebelten Positionen zu liquidieren und bestenfalls bekommen wir richtig viel Short-Volumen hier nochmal bei den knapp 70.000 Dollar rein. Also, ich würde hier aufpassen, 66.000 Dollar nach unten hin, definitiv noch eine Möglichkeit. Wenn man auf dem Monatschart der Liquidation Heatmaps auf jeden Fall mal reinschaut, wären auch die 61.700 Dollar nochmal ein unglaublich attraktives Ziel, hier im Bullrun-Beginn übers All-Time-High definitiv nochmal platziert zu sein.
Das sind auch genau die Punkte, wo ich meine Limit-Orders habe. 61,7, dann haben wir hier bei 58.000 Dollar nochmal Positionen drin und theoretisch, man könnte ja sogar bei 64.000 Dollar nochmal anfangen, Zweigs-Long-Positionen aufzubauen, wenn man bisher zu stark gezweifelt hat und nicht unbedingt diese hohen Preise jetzt anfangen möchte zu kaufen. Das wären auf jeden Fall Orientierungspunkte und Leute, ich habe es euch schon gezeigt, zu Spekulation, All-Time-Highs und viel Volumen können wir definitiv sagen, da ist Risiko mit verbunden. Normalerweise, wenn wir wissen, BlackRock kauft Bitcoin in 100er Millionen Menge, dann sind das schon sehr verlässliche Kurstreiber, die auch Long-Term halten. Nachdem ich aber Folgendes gesehen habe, und zwar unter diesen ewig großen Akkumulationszahlen, haben wir ein riesengroßes Problem. Und zwar von allen ETF-Inflows sehen wir davon rund nur 20% bei den 13F-Filings, die von Firmen und Institutionen an die SEC gesendet werden. Was heißt das genau? Jede Institution, Asset Manager und Co. muss ihre Firmeninvestitionen und da, wo Geld liegt, immer an der Security und Exchange Commission melden. Und das passiert im sogenannten F13-Filing. Somit kann man genau sehen, welche Firmen wo investiert sind. Und man findet von allen Bitcoin-ETF-Zuflüssen nur 20% davon. Das heißt auch gleichzeitig, dass ein Großteil, die anderen 80%, rein von Retail-Accounts in den Markt investiert wurden. Und das bekommen wir sogar bestätigt vom Head of Digital Assets bei BlackRock, der selber sagt, Retailer haben ihnen die Bude eingestürmt, um so schnell wie möglich in Bitcoin zu investieren. Und jeder, der bisher den Retail gesucht hat, in diesen Google Trends Anfragen, der hat durch die Finger gesehen, weil man hier nicht sieht, wer Bitcoin Spot ETFs kauft. Und eigentlich hat der komplette Retail den Suchbegriff Bitcoin nicht bei Google eingegeben, sondern im Broker und dann mit iBit oder irgendwelchen anderen Spot ETF Produkten Bitcoin gekauft. Sprich, der Retail ist hier mit einem aggressiv großen Teil der ganzen Spot-ETF-Kaufvolumen reingegangen und die großen Institutionen kommen. Wird hier jetzt nochmal der Retail ausgespült, schaut man auch, dass diese kurzfristigen Käufer nochmal Panik bekommen und im Minus verkaufen. Es kann schon sein, was aber definitiv die kritischere Variante ist, in den Markt zu gehen, ist mit Hebel. Und auch dort stehen wir an einem neuen All-Time-High von gehebelten Positionen im Markt. Und ihr seht es, rein jede kleine Bewegung, wenn wir hier den Stunden-Timeframe nehmen, dann gibt es auch bei diesen einfach kleinen Dips vom lokalen Hoch runter mal knapp 1 Milliarde Dollar an Volumen, das rausliquidiert ist. Das ist schon ein ordentlicher Batzen Geld, müsst ihr euch vorstellen. Und hier falsch platziert zu sein, kann dir wirklich das Genick brechen. Drum fahre auch ich weiter die Schiene mit 2er Hebel long zu gehen. Und eine Position habe ich auf einen 5er Hebel hochskaliert. Da sind wir noch im Profit und auch zur Solana-Position kommen wir noch zu sprechen, weil hier sieht es auch so aus, als könnte man den nächsten Aufwärtstrend definitiv noch vor dem ganzen Retail und vor der FOMO mitnehmen. Aber wirklich, dass ihr das mal gesehen habt, wir haben einen sehr, sehr großen Teil an Retail-Investoren und trotzdem hier natürlich zu sagen, Spot zu kaufen, super schlau. Und du möchtest ja jetzt nicht short gehen, das wäre noch viel schlimmer und gegen Investmentgiganten wie Goldman Sachs oder Morgan Stanley hier gegenwetten. Das möchtest du definitiv nicht tun. Und diese Instanzen gehen auch mit einem ganz anderen Investmenthintergrund rein. Die möchten einfach für ihre Kunden schon mal wahrscheinlich als Reserve irgendwie was parat haben, das sie denen anbieten können und natürlich auch mit einem großen Time Horizon. Die machen sich nicht die Hosen nass, wenn Bitcoin irgendwie so um 10% nach unten fällt. Die Hebelpositionen bekommen da Probleme. Vielleicht der ein oder andere Spotkäufer ist enttäuscht und denkt sich, okay, Bitcoin, das war das Top, ich gehe da gleich wieder raus, das ist nichts für mich. Das kann schon passieren. Aber ich glaube, mehr als Liquidation Weeks und ein paar Shakeouts werden wir beim Bitcoin jetzt nicht mehr bekommen und die Upside wird definitiv überhand gewinnen. So trade ich das auch aktuell im Copy Trading. Ihr seht im Verlauf aktuell die letzten 10 Trades knapp. Da sind 2 nicht passend gewesen. Einerseits die Pepe-Position, die, wie ihr sehen könnt, eigentlich im Profit war, aber minus geschlossen hat. Keine Ahnung, woran es liegt. Und neben all anderen Trades, die ins Plus gegangen sind, ob Short oder Longs, hat es mir heute einen Stop-Loss gezogen. Die ApeCoin Short-Position ist mir ins Minus gelaufen. Ich habe das mit Signal dann nochmal geschortet, wo es jetzt lustigerweise aufgeht, wo es nicht gecopy-traded wird. Aber auch die aktuellen Positionen, wo wir jetzt drinnen sind, sieht ziemlich brauchbar aus. Wir haben immer noch eine sehr gute Statistik und von den aktiven Positionen sind sowohl die Ethereum als auch die Solana Long-Positionen in den Profit gelaufen. Einzig alleine hier die Binance Coin Long dauert noch ein bisschen, bin ich mir aber auch sicher, dass wir da einen relativ stabilen Long-Kandidaten dabei haben. Dementsprechend bin ich hier Long Solana, Long Ethereum und Long Binance Coin gegangen. Warum jetzt auch zu Solana, wo ich selber auch natürlich meine
eigenen Positionen mittrade. Hier mit knapp 32 Solana Volumen möchte ich hier auf steigende Kurse setzen. Und zwar gibt es immer wieder Ausbrüche im Chart. Und da kannst du Indikatoren nehmen, da kannst du Wellenbewegungen einzeichnen. Irgendwann in einem Bullrun, wenn du auf ein neues All-Time-High spekulierst, wird der Kurs gewisse Linien durchbrechen, ob sie subjektiv sind, ob es Zufall ist, dass das im Chart sind. Aber hier wäre für mich der Abwärtstrend für Solana definitiv gebrochen. Ich rechne auch hier mit starker Volatilität und es kann natürlich auch ein Fakeout sein. Trotzdem gehe ich da mit so einem geringen Risiko rein, dass mein Liquidierungspreis bei 111 Dollar wäre, wo man natürlich auch nochmal absichern kann. Also da wird der Kurs hier runterfallen müssen. Da würde ich mich definitiv vorher absichern und in die Richtung natürlich den Trade vergrößern. Wenn sie nach oben zündet, wäre das natürlich eine ideale Chance, Solana long zu traden. Deswegen auch automatisch im Copy Trading hier die Positionen mit. Und die ersten Trades im Solana Long haben wir bereits mit 70 Dollar Profit abgeschlossen. Das ist natürlich sehr gut zu sehen. Und falls ihr natürlich noch eine Börse sucht, ich trade auf Levex, das ist eine Non-KYC-Börse. Ich trade auf BitGet, da könnt ihr euch mit Copy Trading bei mir verbinden. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben für alle, die es interessiert. Und sonst habe ich noch einige Links in der Videobeschreibung zu Börsen, die alle ohne KYC und wirklich sehr brauchbar, verlässlich funktionieren. Da kann man sich auf jeden Fall ein paar Bonis abstauben. Bis 2. November läuft noch diese Promotion bei Bitonix. Das ist auch eine super Börse. Da bekommt ihr für die Einzahlung einen 20% Top-Up in Form von einem Gutschein. Und einige von euch schicken da auch immer Screenshots. Die Bonis kommen innerhalb von 7 Tagen circa auf den Account an. Sprich, nutzt das, depositet die 100 oder 1000 Dollar und nehmt hier wirklich 200 Dollar an Bonis mit. Und für diese Aktion ist der Link ganz oben in der Videobeschreibung und im obersten Kommentar angepinnt. Sonst, wer natürlich etwas größeres Volumen tradet als 1000 Dollar Einzahlungen, da findet ihr zu BitGet den Link zu diesem Event-Page. Wenn du bis zu 100.000 Dollar Trading-Volumen auf dem Account hast, dann bekommst du einen 1000 Dollar großen Bitcoin-Trading-Gutschein. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, ist unten ebenfalls verlinkt. Für alle, die ein bisschen mehr Trades umsetzen als jetzt für eine 100 Dollar Einzahlung. Dementsprechend Leute, ihr seht es auch, bei mir geht mal der ein oder andere Short-Versuch in die Hose. Wichtig ist, das Risiko richtig zu managen. Und ich kann ziemlich sicher vermuten, dass von diesen Milliarden an Open Interest noch der ein oder andere neunstellige Volumenbereich hier wirklich ausgenockt wird, weil man eben zu gierig auf steigende oder fallende Kurse setzt. Der niedrige Hebel hat hier wirklich den langen Atem und mal irgendwie einen Rücksetzer zu sehen auf 66.000 Dollar, das ist bei Bitcoin schnell mal erledigt und du bist wieder über dem Preisniveau. Also da hast du schnell mal einfach deine komplette Marge verspielt und bist dann raus. Oder stellt euch vor, bis 61.7 wären auf jeden Fall viele Stop-Losses oder mehrere hundert Millionen an Volumen, die es einfach mal rausfetzt. Das kann schneller passieren, als man das wirklich selber denkt. Und da ist man lieber einer der Investoren am Markt, die automatisch in diesen Preisregionen kauft und emotionslos einfach wirklich mit Limit Orders arbeitet und die Kurse in sein Portfolio mit aufnimmt. Was ich aber auch anerkennen muss, für Gold ist ebenfalls ein Rekordhoch in Future-Positionen. Sprich, auch beim ewig ansteigenden Goldkurs sieht man hier ein neues Allzeithoch an Future-Kontrakt. So wie bei Bitcoin das ganze Trading-Volumen hier auf ein All-Time-High gestiegen ist, so ist es das auch beim Goldpreis und hier ist es ziemlich schwierig, eine Liquidierung hinzubringen oder den Markt so extrem zu manipulieren, dass man hier wirklich irgendwie den 30%-Dip auslösen würde. Das ist schier unmöglich bei Gold und auch bei Bitcoin, wenn viel Volumen drinnen ist, heißt es nicht zwangsweise, dass das rausliquidiert wird. Es gibt, wie gesagt, auch hier Long-Positionen oder einfach Liquidität, die ab den 30.000 Dollar in den Profit gezogen ist und nie wieder ausgestoppt wurde. Das wäre natürlich dieser goldene Preis, wenn man den erwischt, schön reinzugehen. Das funktioniert am besten, wenn du einfach viel Platz nach unten lässt, viel Risiko nach unten einfach einkalkulierst und somit dann einfach zu diesem Volumen gehörst, das ins All-Time-High mit hochtradet. Weil schaut euch mal an, was hier oben einfach für ein Geschnetzle ist für jeden, der zu spät oder zu gierig im Markt noch mitspielen will. Hier unten liegt das schlaue Geld und da musst du auch für den nächsten Zyklus deine Stop-Losses, deine Liquidierungspreise hinbewegen und das ist einfach hier wirklich mit einer gemütlichen Long-Position, Liquidierungspreis bei 28.000 Dollar. Wir traden das sogar noch konservativer als hier diese großen Batzen, die bereits im Gewinn sind. Dementsprechend, Leute, macht euch auf jeden Fall gefasst. Hier ist viel Retail mit in den Spot-ETFs mit dabei. Bitcoin selber reagiert unglaublich volatil und das Open Interest ist natürlich ein Riesenindiz, dass sich viele Leute die Finger verbrennen werden und da möchtest du nicht dazugehören, sondern zu den profitablen Tradern, so wie wir das hier im Endeffekt sehr gut machen. Dementsprechend vergiss auf jeden Fall nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dabei zu sein bei den Videos, Livestream in der Telegram-Gruppe und gerne einen YouTube-Kommentar noch hinterlassen. Das war es auf jeden Fall mit meiner kurzen Analyse heute noch zum Dienstagabend.
Wir sehen und hören uns auf jeden Fall im nächsten Video, Livestream, in den YouTube-Kommentaren oder Telegram-Gruppe. Ich wünsche euch auf jeden Fall die maximalen Profite mit euren Investments. Wir sehen und hören uns. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.